Willkommen zum Weltgebetstag 2021, der von Christinnen der Republik Vanuatu vorbereitet wurde. Wir heißen euch und unsere Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt willkommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die schwarzen und weißen Sandstrände, die Korallenriffe und bunten Fische, die schönen Vögel, die Früchte und Nüsse im Wald zeigen uns eine unberührte Natur der Insel Vanuatus. Oft werden sie jedoch von tropischen Stürmen, von Erdbeben und Tsunamis und aktiven Vulkanen bedroht. Vanuatu ist ein kleines Land im Südpazifik. Nach der Unabhängigkeit von der französisch-britischen Kolonialherrschaft wurde die Republik 1980 gegründet. Heute schwenkt Vanuatu stolz seine Fahne und zeigt das Wappen, auf dem jeder und jede lesen kann: In God we stand. Das heißt etwa so viel wie: In Gott bestehen wir. Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich die daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören. Amen. Wir sind dankbar für die großartigen Dinge, die Gott getan hat. Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anfang an bist du in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir preisen dich. Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den Schwestern und Brüdern, die rund um die Erde zum Weltgebetstag versammelt sind. Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren Völkern. Du gibst uns Verantwortung, Weisheit und Verständnis, damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorge tragen können. Danke für die Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkünden. Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der Jungen. Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe. Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht danach gehandelt haben. Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten, und unterlassen, was notwendig wäre. In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor Widrigkeiten und Herausforderungen. Wir meinen, dass wir auf den Worten Jesu Christi aufbauen, doch tatsächlich haben wir auf Sand gebaut. Wir wollen uns von dir verändern lassen. Mache uns heil, damit wir tun, was gerecht und richtig ist. Gott der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt verschmutzt und bedrohen die Grundlage unseres gesamten Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll. Den Meerestieren und Pflanzen fügen wir Schaden zu und zerstören ihren Lebensraum. Wir bekennen und bereuen es. Wir wissen, dass wir es ändern können. Wir verpflichten uns,
deinen Auftrag zu erfüllen, die Schöpfung zu hüten und zu bewahren. Gott, erhöre unser Gebet. Wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der Weisheit und Erkenntnis schenkst. In aller Demut wollen wir dir ein Haus sein, in dem du wohnen kannst. Verwandle unser Leben und unsere Völker durch die Kraft deines Wortes. Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und Frieden lebt. Barmherziger Gott, nimm unser Versprechen. Wir hören auf zwei Stimmen aus Vanuatu. Ich spreche für Reto. Sie erzählt: Ich bin das zweite Kind einer achtköpfigen Familie. Ich verließ die Schule am Ende der 6. Klasse, weil es für meine weitere Ausbildung kein Geld mehr gab. Meine Familie konnte nur meinen älteren Bruder zur Schule schicken, nicht aber mich. Ich bin halt die Zweitgeborene und ein Mädchen. Eines Tages hörte ich von einem Nähkurs für Mädchen im Ort. Ich bewarb mich und wurde angenommen. Aber mein Vater konnte das Kursgeld nicht bezahlen. Ich war total entmutigt. Ich hatte ja kein eigenes Geld. Ich wollte unbedingt weiterlernen, aber im offiziellen Schulsystem war das nicht möglich. Ich bin zur Kirche gegangen, um meine Sehnsucht nach Bildung zu stillen. Ich schloss mich der Jugendgruppe an, nahm an Bibelstunden teil und engagierte mich später in der Frauenarbeit. Meine Hartnäckigkeit und mein Glaube an Gott haben mich Wege finden lassen, mich selber weiterzubilden. Und ich habe auch etwas gelernt, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen und für meine Familie sorgen kann. Mit meinem neu erworbenen Können verkaufe ich jetzt Handarbeiten auf den Mama-Märkten. Zusammen mit anderen Frauen, die wie ich wenig Bildung haben. Ich kümmere mich um meine Familie, mit der mich Gott gesegnet hat. Mein Mann und ich haben 3 Kinder. Ich preise Gott für allen Segen, den ich in meinem Leben erfahren habe. Ich danke Gott, er ist die Quelle meiner Kraft.
Er hat mir geholfen, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Gott hat mich stark und klug gemacht. Auf dem Land haben viele Kinder weite Schulwege. Einige müssen deshalb schon in sehr jungen Jahren die Familie verlassen und im Internat leben. Es gibt keine allgemeine Schulpflicht. Unterrichtet wird entweder in Französisch oder auf Englisch. In ländlichen Gebieten aber sprechen die Menschen ihre eigene Sprache. Und in der Stadt, da benutzen sie die Sprache Islama, um sich zu verständigen. Der gleichberechtigte Zugang zur Schule für Jungen und Mädchen ist noch lange nicht erreicht. Als meine Mutter wieder heiratete, ließ sie uns bei unseren Großeltern. Dann heiratete mein Vater wieder und nahm uns mit in seine neue Familie. Als aber unsere Stiefmutter eigene Kinder bekam, änderte sich ihre Einstellung zu uns völlig. Nun gab es noch mehr Kinder, die essen wollten, und der Platz im Haus reichte nicht für alle. Deshalb musste ich ausziehen und mein Essen auf der Straße suchen. Ich musste sogar außerhalb des Hauses in einer Hütte schlafen. Einen alten Kobrasack benutzte ich als Decke, um mich vor der Kälte zu schützen. Irgendwann traf ich Menschen, die an Gott glaubten und mir sagten, dass er mich liebt. Weil es mir schlecht ging, konnte ich diese Art von Liebe nicht wirklich verstehen. Ich entschied mich aber zu vertrauen. Ich vertraute darauf, dass Gott sich um mich kümmern würde, auch wenn ich in meiner Familie kein Zuhause mehr hatte. Dieses Vertrauen wuchs in mir und wurde zum Fundament meines Lebens. Ich bin stark in meinem christlichen Glauben und teile meine Geschichte mit anderen. Wir dürfen auf Gott und seine Fürsorge vertrauen. Heute bete ich für Kinder, die wie ich auf sich selbst gestellt sind. Denk daran, Gott hat sie lieb. In jedem Land der Welt sollen sie ein Zuhause haben. Das geschätzte Bevölkerungswachstum in Vanuatu ist eines der höchsten im pazifischen Raum. Mangelernährung ist ein Problem auf dem Land und in der Stadt. Die Familien bauen in ihren Gärten traditionell Obst und Gemüse an. Aber die Lebensmittelindustrie bedient mit Milchpulver und Fertiggerichten immer mehr Menschen, auch Säuglinge und Kinder. Vertraut, die mit Zuversicht ihr Leben.
Wir hören das Wort Gottes aus dem Kapitel 7 des Matthäusevangeliums. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus. Und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus, da stürzt es in einen gewaltigen Zusammenbruch ein. Schlüsselworte in diesem Text. Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, da wird Gottes Reich hier schon Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, da haben wir ein festes Fundament, wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend. Jesus gibt uns ein Beispiel. Er hört genau auf die Menschen, die ihn umgeben. Er sieht, ob sie hungrig und durstig sind oder krank und leidend. Oft wird berichtet, dass er sie fragt, was willst du? Auch für uns gilt es, nach den Bedürfnissen anderer zu fragen. Dabei kann uns die sogenannte goldene Regel Orientierung geben, mit der Jesus die Botschaft der Bergpredigt zusammenfasst. Alles nun, das ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen ebenso. Das sagen die Tora und die prophetischen Schriften. Jesus redet vom Hören und danach Handeln. Wie halte ich es damit? Wie höre ich und handle danach? Wie sieht kluges Handeln denn heute überhaupt aus? Lasst Sie uns einen Moment darüber nachdenken. Der Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Jedes Jahr lassen wir uns begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen, nehmen Anteil an ihren Sorgen und finden Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Eines dieser Zeichen ist unsere Kollekte,
mit der wir weltweit über 100 Projekte unterstützen, die Frauen und Kinder stärken. Damit wir unsere Kollekte in diesem Jahr einsammeln können, stellen wir Ihnen Kollektentütchen zur Verfügung, die Sie dann vor der evangelischen Kirche im Eingangsbereich und auch vor der katholischen Kirche finden. Abgeben können Sie Ihre Spende dann jeweils im katholischen oder im evangelischen Pfarramt. Dankeschön. Wir geben ihn an die Weltgebetstagsgemeinschaft, damit dieses Geschenk all denen zugutekommt, die es brauchen, bei uns und überall auf der Welt. Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. Amen. Gott, du bist Anfang und Ende, und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Wir danken, wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Wir beten gemeinsam zu Gott, für uns Vater und Mutter im Himmel. Vater und Mutter unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er ist der Grund, auf dem wir stehen. Wir wollen Jesus folgen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Friede sei mit euch. Amen.